So, Kiefer-Talk, Freunde. Heute geht es darum, was wir gemacht haben, um unsere OP-Ergebnisse, unsere Schwellung und unsere Entzündungen im Körper, die wir hatten wegen der OP, schnellstmöglich rauszubekommen. Und Jennifer, erzähl euch mal, was sie gemacht hat, um das Ganze mal so ein bisschen besser werden zu lassen. Ihr kennt ja meine Geschichte, auch wenn die jetzt leider nicht so super verlief wie bei Samu. Ja. Ich glaube, es wäre dann wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Ich habe mir auf jeden Fall nach meiner GNE und Unterkieferdistraktor-OP habe ich mir eine Woche davor, ich habe mir Saturo bestellt. Das ist eine sehr hochwertige Astronautennahrung und die hat Top-Bewertung gehabt und die habe ich mir halt auch geholt. Ich habe dafür einfach wirklich mehr Geld investiert, weil ich einfach ein gutes Produkt haben wollte. Dann habe ich mir Juice Plus geholt, die nehme ich immer schon ziemlich lange, weil ich auch mal zwei, drei andere Probleme hatte. Juice Plus ist auch ein Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ein ganz schon zubereitet und getrocknete Obst- und Gemüsevarianten, auch in Kapselform. Dann habe ich so eine Sachen genommen wie Selen und Zink. Dann auch Kurkuma, was halt auch entzündungshemmend ist. Ja. Also generell kann ich euch jedem empfehlen, mal zu googeln, was entzündungshemmend ist an Lebensmitteln und das einfach derzeit zumindest viel zu konsumieren, oder? Ja. Ich besonders habe auch während der Zeit nach der Operation und vor der OP Selleriesaft getrunken, haben wir auch schon vorher gesagt, hat bei mir zumindest extrem gut geholfen, wie man unschwer erkennen kann an mir. An Nahrungsergänzung nämlich auch ähnlich wie Jennifer, Zink, Eisen und Omega-3. Das sind somit, glaube ich, die wichtigsten. Vitamin C ist auch wahrscheinlich sinnvoll in der Zeit, wenn man so ein bisschen geschwächt ist im Körper. Ja. Die vier würde ich auf jeden Fall nehmen. Hast du gesagt, was du noch nimmst? Genau, was ich noch genommen habe, das hat mir eine Arzt empfohlen, weil ich halt auch sehr, sehr geschwollen war, ist Flock-Enzym. Da ist halt Bromelan drin oder Bromelain, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Da hat er gesagt, es wirkt wie so eine konzentrierte Ananas. Also wenn man so eine Tablette nimmt, ist es, als hätte man 6 Ananas genommen und es ist halt ein Enzym, was halt die Schwellung schneller abbaut und das habe ich halt genommen. Was man auch noch erwähnen kann, es gibt sehr viele da draußen, die rauchen zum Beispiel. Rauchen ist ja auch ein extremer Faktor. Wenn ihr raucht aktuell noch, und ich habe auch oft Fragen gelesen in der Facebook-Gruppe auch, dass sehr viele direkt nach der OP angefangen zu rauchen und gefragt haben, wann ich wieder anfange. Das Rauchen ist, glaube ich, auch so ein extremer Faktor, der eure extrem verlangsamt eure Heilung. Also ich glaube, Rauchen ist so, solltet ihr wirklich mal weglassen für die 2 Monate. Ich weiß nicht, wie schwer das ist, weil das ist ja eine extreme Sucht. Ich habe auch mal geraucht. Ich würde es komplett, also gerade bei so einer OP, ich habe auch gesehen, die mit mir ein Zimmer geteilt hat, die hat die Leute heimlich rauchen. Ja. Also geht, also wirklich würde ich komplett weglassen, geht wirklich gar nicht. Also ihr müsst wirklich begreifen, dass es eure Gesundheit ist, euer Körper. Ja. Und wenn ihr so eine extreme OP habt, der Körper braucht die ganze Energie, geht nur noch in den Kiefer. Ja. Und wenn ihr das dennoch zusätzlich belastet, also... Also ich habe probiert, mich so gut es geht auszuruhen, mich darauf zu konzentrieren, dass ich heile, ich habe mich darauf konzentriert, okay, ich bin bald wieder gesund und so kam es dann auch. Ich habe mich den ganzen Tag darauf konzentriert, habe getan und gemacht, was ich tun konnte, um dem zu fördern und 4 Tage später war ich heil. Natürlich ist es kein Normalfall, ich bin jung und gesund, also habe ich den Vorteil auch ausgenutzt in dem Fall. Dennoch, auch Alkohol trinken, Alkohol würde ich generell, solange ihr geschwollen seid, ich würde sagen, 2 Monate nach OP würde ich jedem empfehlen, keinen Alkohol zu trinken. Also definitiv. Ich bin jetzt 4,5 Monate und ich habe vor 2 Wochen einmal einen ganz kleinen Minischluck Mangosekt probiert von meinem Nachbar. So wirklich, ich habe nur einmal dran genippt. Also das ist ja was ganz anderes. Selbst da bin ich ja 4 Monate danach gewesen. Ich würde es wirklich komplett 3 Monate sein lassen. Ja, vielleicht kann man das auch irgendwie an eine Altersgruppe festlegen. Weil natürlich, wenn du jünger bist, sind deine Zellen noch regenerativer. Die sind schneller im Regenerieren, oder nicht? Trotzdem, ja, natürlich. Bis du 25 bist, läuft erst noch auf Hochton. Genau, und ab 25 sozusagen geht es, sagen wir mal, immer langsamer, immer schlechter. Klar, Trotzdem, ich würde halt so eine Sachen einfach mal weglassen, also komplett. Also, worauf man verzichten sollte, ist Alkohol und Rauchen, das sind so wirklich die schlimmsten Sachen. Daneben sind dann, was ernährungstechnisch angeht, zum Beispiel... Ich würde einfach nicht irgendwelche Billig-Sachen, also ich würde wirklich empfehlen, sogar eine Zeit lang sogar vegan zu essen, weil wenn man eine Entzündung hat, tierisches Eiweiß, Fleisch, Milch, fördert die Entzündung extrem. Quark und so eine Sachen würde ich komplett rauslassen, weil tierisches Eiweiß verhindert halt, dass die Entzündungssachen abgebaut werden. Und da, ich habe auch die ersten 2 Monate halt flüssig vegan getrunken. Ja. Falls ihr Fragen habt, können wir dazu auch nochmal ein extra Video drehen, weil man kann wirklich viel vegan essen. Extrem und viel trinken. Auch lecker.
Und ich würde es komplett weglassen. Also diese ganzen Joghurt-Sachen und Quark-Sachen auch gerade, man muss viel Antibiotika auch nehmen. Ja. Also sowieso nicht machen und das würden wir halt auch empfehlen. Genau. Was halt auch wirklich wichtig ist, dass ihr einen Background habt. Also dass ihr eine Person habt, auch gerade nach der OP, die halt für euch da ist. So, also bei dir ging es halt so, aber sag mal, der Normalfall liegt so zwischen uns beiden richtig, irgendwie. Genau. Also mir ging es halt sehr, sehr schlecht. Ich war mega auf Hilfe angewiesen. So die erste Woche wirklich, es ging nichts. Ja. Und er ist halt so die Bilderbuchheilung und ich denke mal, der Normalfall von ist Leuten irgendwo ist zwischen irgendwo uns dazwischen beiden. Und man braucht auf jeden Fall, ich würde sagen, eigentlich 2 Wochen. Also brauchst du auf jeden Fall jemand die erste Woche, am besten 2 Wochen, dass jemand da ist, der den Haushalt schmeißt, der einkaufen geht, der das Essen halt auch macht, weil wenn du geschwächt bist und dann noch dafür dich rumkochen und rumputzen müsstest und einkaufen, schwere Sachen nehmen, geht halt gar nicht. Und da ist gut, wenn ihr jemanden habt oder wenn ihr dahin down seid und wie es bei mir war, dass man halt weint und es einem super schlecht geht, dass ihr einfach jemand da habt, der da ist und sei es nur, dass er euch in den Arm nimmt und sagt, man schafft es halt. Also sowas ist enorm wichtig, einfach Leute zu haben. Ja. Eine Person, die einfach wirklich dich unterstützt. Ja. Also zum Abschluss des Videos, dieser Eingriff ist eine extreme Belastung für euren Körper und für eure Psyche. Extrem. Und beides kann verhindern, dass ihr schneller oder langsamer heilt oder genießt. Ja. Ihr müsst dafür sorgen, dass beides stimmt. Wenn jemand habt, der euch bei beiden Sachen unterstützt, habt ihr den Jackpot. Ja. Und ich würde jedem empfehlen, daran zu arbeiten. Weil ganz sicher, hundertprozentig hat eure Psyche auch was damit zu tun, wie schnell ihr heilt. Hundertprozentig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was ich halt auch noch empfehlen kann, das habe ich halt gemacht, weil ich halt mental wirklich mega drunter gelitten habe. Und ich habe halt immer gemerkt, so, ich hatte halt auch so wirklich so Gedanken von, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, die ganze OP, warum habe ich das nur gemacht? Und das hat es halt, also es verbessert die Situation halt nicht. Na klar, es gibt dann halt Tage, die so sind, du kannst jetzt halt, ich konnte mir halt auch irgendwie nicht schönreden. Aber ich habe dann halt irgendwann angefangen, auch so Musik zu hören, die dann so ein bisschen auf die Psyche gehen soll, die dann so ein bisschen mit bilingualer so eine Wellenfrequenzen sind und habe mir dann halt auch so Affirmationen angehört, so mein Körper halt, genau. Ich denke positiv, also weil man muss halt irgendwie raus aus dieser Schleife kommen, aus diesem negativen Denken, weil sonst blockiert man halt komplett und man unterstützt halt die Heilung damit überhaupt nicht, sondern ist total kontraproduktiv. So, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Freunde, uns hat das extrem geholfen, was wir heute gesagt haben. Ich hoffe, dass es euch da draußen auch so hilft. Ich hoffe, ihr könnt euch irgendwas Positives daraus rausnehmen und hoffe, dass ihr eure OP und eure Genesung schnellstmöglich übersteht. Ich bin Samuel Lift, es ist Talk mit Jennifer, richtig? Richtig. Unten verlinkt, Freunde. Ganz viel Spaß heute und die nächsten Tage und im gesamten Jahr 2019. Haut rein, Freunde, Samuel Lift und ciao.